Sonne und herzlich willkommen zu Folge 44 meiner Disney Legacy Challenge. Im letzten Part hat Savio seiner Mutter erzählt, dass er tatsächlich Vater geworden ist und Snow hat ihm geraten, nochmal mit Aida zu sprechen, denn so eine vorübergehende Trennung ist einfach nicht das Richtige, wenn man nicht weiß, wo man steht. Sie haben miteinander gesprochen, allerdings hat das alles nicht so gut funktioniert und ist eigentlich nur noch schlimmer gemacht. Danach ist Savio dann zu seiner besten Freundin Annetta gefahren, um auch ihr mal die ganze Situation zu schildern. Die wusste ja auch noch gar nicht Bescheid, dass Savio Vater ist. Und sie hat ihm halt überraschenderweise geraten, weißt du, wie man am besten über eine Trennung hinwegkommt? Hey, such dir einen neuen Partner. Ja, dass sie sich selber damit meint, das hat Savio nicht so gecheckt, aber die beiden sind auf jeden Fall in eine Disco gegangen. Sie haben nur freundschaftlich miteinander agiert, aber Savio hat gemerkt, dass Annetta wirklich ein super tolles Mädchen ist, dass er ihr bis jetzt einfach ein bisschen zu wenig Beachtung geschenkt hat. Und heute möchte ich mal gucken, ob man bei den beiden nicht noch ein bisschen mehr rauskitzeln kann. Ich freue mich sehr auf die Folge, ich hoffe, ihr freut euch genauso und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zusehen. Wir befinden uns wieder bei der Familie White und ich habe gerade schon gesehen, dass Savio ein Moodlet hat und zwar unsichere Zukunft, wegen dem Stand der Beziehung. Savio ist im Moment besorgt über seine romantische Beziehung. Werden sie wieder zusammenkommen oder sich für immer trennen? Was soll er nur tun? Und ja, wir wissen ja, dass es gerade so ein bisschen zwischen Aida und Savio kriselt, dass sie momentan eine Beziehungspause haben und ich habe auch viele Kommentare bekommen, dass es wahrscheinlich das Beste ist, wenn die beiden sich trennen, wenn es vielleicht sogar einvernehmlich passiert. Und wir werden heute einfach mal gucken, dass wir da vielleicht so ein bisschen in die Richtung gehen. Ich habe aber vor allem noch ein bisschen was anderes vor. Und Timido hat gerade tatsächlich seine Angst besiegt vor den unerfüllten Träumen. Endlich mal. Und ich sehe gerade auch, Savio kann tatsächlich über seine Ängste reden. Und dann dürfte auch er gleich seine Angst besiegen. Und Mokoso möchte Unfug mögen. Ja, warum eigentlich nicht? Also, wäre jetzt nicht meine erste Wahl, aber warum eigentlich nicht? Hervorragend! Auch Savio hat seine Angst besiegt, aber eigentlich hatte ich, wie gesagt, etwas anderes vor. Denn Snow hatte tatsächlich von alleine den Wunsch, mit Greta zu plaudern. Und das rührt wahrscheinlich daher, dass sie halt im letzten Part erfahren hat, dass Savio Vater geworden ist und er da halt nicht so glücklich drüber ist. Und deswegen möchte sie wahrscheinlich einfach mal mit der Mutter, der Kindsmutter reden, also mit der Mutter von Savios Freundin. Und so ein bisschen schauen, ob sie da irgendwie was lösen kann. Und sie ist auch ganz schön traurig, was halt eigentlich auch wieder von der Angst der unerfüllten Träumen kommt. Aber man kann das ja so ein bisschen so drehen, dass sie traurig ist, weil ihr Sohn einfach nicht so zufrieden damit ist, dass er Vater geworden ist. Denn Snow ist ja total familienbewusst, liebt all ihre Kinder und liebt es, Großmutter zu sein. Also sie freut sich natürlich, dass sie Großmutter ist, aber ist halt, wie schon gesagt, sehr traurig, dass ihr Sohn sich da nicht so drüber freut. Die Jungs sind gerade auf jeden Fall alle auf dem Weg zu den Pfadfindern und ich würde sagen, den Moment nutzt Snow, um rüber zu Greta und ihrer Familie zu fahren. Auch Will habe ich einfach mal mitgenommen, denn ich könnte mir gut vorstellen, dass auch er ganz gerne seine Enkelkinder sehen möchte. Von Savio hat er es ja noch nicht erfahren, aber ja, Snow hat ihm natürlich alles erzählt. Und auch er möchte natürlich liebend gern, ja, wie gesagt, seine Enkelkinder sehen. Hier liegt tatsächlich noch ein Baby. Das ist aber tatsächlich von Greta und Hunter, also es ist nicht von Aida und Savio. Aber wir werden uns jetzt erstmal um diese beiden Kleinen kümmern. Vielleicht geht Will direkt schon mal rein und beschäftigt sich ein bisschen mit den beiden. Kann die beiden mal schaukeln und füttern und die Grimassen schneiden. Und Snow hat sich direkt auf den Weg zu Greta gemacht und wird sie auch direkt mal nach ihrem Tag fragen. Fragen, wie es ihr so geht und mit ihr dann einfach mal eine tiefgründige Unterhaltung führen und die ganze Sache ein bisschen klären. Sie wird sagen, wie froh sie ist, dass die beiden doch jetzt Oma sind und ja, ihr vielleicht auch sagen, ja, mein Sohn ist leider nicht so zufrieden damit, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, es tut mir sehr, sehr leid, also so habe ich ihn auch eigentlich gar nicht erzogen, aber so sind Kinder nun mal. Aber dann wird Snowy auch sagen, also wenn ihr mal Hilfe braucht mit den Kindern, ich bin immer für euch da. Also ihr könnt immer fragen, wenn ihr irgendwas braucht. Und dann wird auch Snow direkt mal hochgehen und mit den kleinen Zwillingen ein bisschen reden, sie liebkosen und ein bisschen mit ihnen hüpfen und das tun, was man als Oma halt nun mal mit kleinen Stupsnäschen macht. Snow und Will werden ihre ersten Enkelkinder dann noch ein bisschen weiter begutachten, sich ein bisschen weiter um sie kümmern und wir werden allerdings wieder auf Savio umschalten. Denn der steht jetzt im Bad, wird sich nochmal ein bisschen frisch machen, seine Gesichtsbehaarung rasieren und zum Schluss auch nochmal Gesichtsreiniger auftragen,
und seine Akne abdecken, denn er hat mal wieder ein bisschen was vor. Er war ja gestern Abend mit der lieben Annette aus, mit seiner besten Freundin und hat auch gemerkt, dass es ihm sehr, sehr gut gefallen hat, dass er wirklich viel Spaß mit ihr hatte, vor allem viel Spaß alleine mit ihr hatte, denn bisher waren sie ja immer nur zu dritt aus, also er mit seiner Freundin Aida und Annette zusammen. Und das Ganze möchte er einfach nochmal wiederholen. Oh wow! Jetzt sind die Zwillinge zu Kleinkinder gealtert. Dann hätten wir sie ja auch direkt mal umstylen können. Aber das werde ich dann später noch machen. Und vielleicht zeige ich euch sie ja dann ganz zum Schluss des Parts noch. Aber wie gesagt, Zabi ist ein bisschen auf den Geschmack gekommen und hat jetzt echt Lust, sich nochmal alleine mit Annette zu treffen, um noch einen sehr, sehr spaßigen Abend zu verbringen. Deswegen wird er ihr jetzt ganz fix nochmal eine SMS schreiben und dann auch direkt losdüsen. Denn er hatte die tolle Idee, er könnte mit Annette ja mal den Jahrmarkt in Copperdale besuchen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Copperdale so ein bisschen zwischen Windburg und Hanford und Beckley liegt. Also, ja, nicht dazwischen, aber vielleicht, wenn hier Hanford ist, hier ist Windburg, dann ist hier Copperdale. Also, dass beide so den gleichen Weg haben, wie so Dreieck. Und jetzt sind sie halt beide mit dem Bus nach Copperdale gefahren und treffen sich hier auf dem Jahrmarkt. Und dann wird Zabi sie auch direkt mal ansprechen, ihr den Tag verschönern und ihr auch nochmal sagen, dass der Abend gestern echt wunderschön war. Wird nochmal seine Bewunderung ausdrücken. Und dann könnten die beiden doch eigentlich auch direkt mal Riesenrad fahren. Sie könnten theoretisch auch in den Knullscooter, aber da sehe ich die beiden jetzt nicht so, denn momentan ist alles ja noch ein bisschen freundschaftlich mit den beiden. Aber Riesenrad fände ich eigentlich ganz passend. Vielleicht können die dann nachher ja auch nochmal in die Geisterbahn gehen. Das finde ich eigentlich auch ganz süß. Aber wir sehen schon, sie besuchen jetzt gemeinsam das Riesenrad. Ich finde es ein bisschen schade, dass man die beiden hier nicht drin sieht, aber tja, ist halt ein Rabbit Hole. Sabio bemerkt, dass Annette ein wenig blass wird. Sie hat Angst vor Riesenrädern, oh nein, und war zu beschämt, um etwas zu sagen. Versucht Sabio ein paar Witze zu erzählen, um sie abzulenken, oder soll er versuchen, ihr mit besänftigenden Worten die Angst zu nehmen? Oh Mann, ey. Mensch, Annette, warum hast du denn nichts gesagt? Gute Frage, es passt beides zu Sabio, aber ich würde sagen, dass er vielleicht eher so ein paar aufmunternde Worte spricht, weil Annette ihm ja auch sehr am Herzen liegt und ja, wir gucken mal, was dabei rausgekommen ist. Sabio kanalisiert sein Mitgefühl und kann Annette die Furcht mit aufmunternden Worten nehmen. Die Geste bleibt nicht unbemerkt und die Beziehung der beiden festigt sich. Sabio hat sich als vertrauenswürdiger und fürsorglicher Freund erwiesen. Jemanden an der Seite zu haben, wenn man sich den eigenen Ängsten stellt, macht den entscheidenden Unterschied. Freundschaft zwischen Fahrgästen aufgebaut, hat Vertrauen zum anderen Fahrgast aufgebaut. Och, ist das schön! Also besser hätte es wirklich nicht laufen können. Vielleicht ist Sabio mal so lieb und wird den beiden ein Eis bestellen. Reduziertes Eis bestellen? Das sieht alles gut aus, aber ich würde sagen, wir nehmen einfach mal ein Keksteighörnchen. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir nicht wirklich für uns beide ein Eis bestellen können, sondern halt nur für Sabio. Aber wir können ja einfach so tun. Wir haben jetzt für uns beide ein Eis bestellt, bringen Aida jetzt ihr Eis, umarmen sie vielleicht nochmal, werden nochmal unsere Bewunderung ausdrücken und sagen ihr, dass wir es echt toll finden, dass sie es geschafft hat, mit dem Riesenrad zu fahren, obwohl es eigentlich gar nicht ihr Ding ist. Und dann können die beiden auch eigentlich mal Freunde fürs Leben werden. Alles klar, Sabio, iss dein Eis ruhig komplett auf. Und sie werden Freunde fürs Leben. Ja. Sabio White und Annette Romeo werden Freunde fürs Leben. Wunderschön. Also dem Moment müssen wir... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich wollte eigentlich erst sagen, den Moment müssen wir auf jeden Fall mit einem freundschaftlichen Foto hier im Dingsbums festhalten. Aber wie es aussieht, oh mein Gott, das passt hervorragend. Wie es aussieht, ist Sabio total verknallt in Annette. Das ist ja hervorragend. Oh Mann. Also Sabio hat ja schon gemerkt, dass er wirklich Spaß mit seiner besten Freundin hat. Aber jetzt merkt er halt, dass es vielleicht nicht einfach nur freundschaftlicher Spaß ist, sondern es ihm auch so ein paar Schmetterlinge im Bäuchlein bereitet. Also er ist ja tatsächlich noch mit Aida zusammen. Hier steht auch noch Schwärmerei. Also er ist halt auch noch ein bisschen in Aida verknallt. Er hat auf jeden Fall noch Gefühle für sie. Hä, warum steht hier getrennt? Ach so, noch nicht getrennt oder geschieden. Sabi und Aida haben noch keine so drastische Entscheidung getroffen. Sie machen nur eine Pause und versuchen, die Dinge zu klären. Also sie sind noch nicht getrennt, sondern machen wirklich nur eine Pause. Aber es läuft halt offensichtlich nicht wirklich gut zwischen den beiden. Denn wenn wir uns hier die Beziehung angucken, da ist die Romantik tatsächlich schon im roten Bereich und wirklich gute Freunde sind die beiden auch nicht mehr. Aber jetzt hat Sabi halt wirklich gemerkt, dass er ein bisschen mehr für Annette fühlt. Ich würde gerne das Bild sehen. Kann ich das irgendwo... Nein, das habe ich getan. Oh gut, ich dachte... Oh. Aber kann ich das nicht irgendwo angucken?
Naja, müssen wir später machen. Ich habe für Sabi übrigens ein paar Kondome gekauft, denn mir wurde von LSWS geschrieben, wie makaber es doch wäre, wenn Sabio sein erstes Techtelmechtel mit Anetta hat und sie schwanger wird. Und ja, da musste ich ein bisschen schmunzeln, aber ich glaube tatsächlich, dass Sabio aus seinen Fehlern gelernt hat. Also er hat sich ohne Hintergedanken, also er hat jetzt nicht direkt vor, mit jemandem zu schlafen, aber er hat einfach gedacht, okay, bevor irgendwas passiert, man weiß ja nie, bevor irgendwas passiert, hole ich mir einfach mal ein paar Kondome. Also die hat er jetzt auf jeden Fall in seiner Tasche und wird sie beim nächsten Mal dann auf jeden Fall nutzen. Aber wie gesagt, noch hat er nichts vor. Er hat sich jetzt zwar gerade verknallt, aber ich glaube, wenn man sich verknallt hat, da hat man nicht gerade den Gedanken, oh ja, jetzt will ich sofort in die Kiste steigen. Ich würde aber sagen, die beiden haben die Zeit hier auf dem Jahrmarkt jetzt ziemlich genossen und werden noch ein bisschen weiterziehen. Und da habe ich tatsächlich etwas gebaut, wo wir jetzt hingehen werden. Es ist tatsächlich direkt hier um die Ecke. Im Schnee sieht es gar nicht mal so schön aus wie ohne Schnee, aber das macht ja nichts. Denn das hier ist nicht einfach nur eine Disco, nicht einfach nur ein Nachtclub, sondern ein ganz besonderer Nachtclub. Und den werden wir jetzt mit der lieben Anetta einmal besuchen. Die beiden sind jetzt hier angekommen und wir sehen schon, Anetta rastet total aus, denn sie findet das unfassbar cool, denn diese Disco ist eine Rollschuh-Disco. Also eine typische Disco im 80er, 90er Jahresstil und ich finde, das passt hervorragend zu den beiden. Hier kann man sich theoretisch die Rollschuhe ausleihen. Ich weiß, das sind Bowlingschuhe, aber es gibt nun mal kein Rollschuhregal in Sims, sondern nur ein Bowlingschuhregal. Aber ich würde sagen, die beiden gehen vielleicht als allererstes hier an die Bar. Dann kann Sabi direkt mal ein Getränk für die Gruppe bestellen und was nehmen wir denn heute? Vielleicht einfach mal einen Rabatz, warum auch nicht? Wie wir sehen, ist Anette total begeistert und direkt am Abdancen, während Sabio ein paar Getränke bestellt. Guck mal, wie sie Sabio auch anschaut, wie sehr sie sich freut, dass er so viel Zeit mit ihr verbringt. Das ist natürlich total neu für Anetta und sie ist halt nach wie vor total in ihn verknallt und vielleicht merkt sie auch gerade, dass ja, das ziemlich gut zwischen den beiden läuft und hat so ein bisschen Hoffnung, dass da eventuell mehr passieren könnte. Die beiden sitzen jetzt hier, trinken ihr Getränk und ja, währenddessen wird Sabio einfach ein bisschen weiter mit ihr plaudern, denn er kriegt gar nicht genug von Anetta. Wird ihr vielleicht nochmal ein freundschaftliches Kompliment über ihr Outfit machen? Ihr sagen, auch heute siehst du echt wieder super aus. Vielleicht können die beiden ja einfach mal ihr Party-Outfit anziehen. Ich meine, es ist keine Party, aber sie sind in einer Disco. Da kann man ja durchaus Partykleidung tragen. Och, guck mal. Wie süß. Ich habe schon ganz vergessen, wie Anettas Partykleidung aussieht, aber es ist echt niedlich. So, und auch Sabio. Ja, okay, jetzt sind jetzt vielleicht nicht so die Disco-Outfits, aber hier zu so einer Roller-Disco passt es doch eigentlich. Hier sind nackte Menschen. Die beiden haben ihr Getränk auf jeden Fall auf und ich würde sagen, dann werden die beiden auch direkt mal ein bisschen die Rollschuhbahn befahren. Also wenn das nicht ein hervorragendes Bild ist, dann weiß ich auch nicht. Auch die Musik, es passt einfach so hervorragend. Es ist richtig, richtig süß. Schade, dass die Sims beim Rollschuhfahren nicht irgendwie Händchen halten können oder so. Das wäre echt schön. Die Rollschuh-Disco könnt ihr übrigens auch in meiner Galerie finden. Die habe ich dort hochgeladen. Und meine Galerie-ID, die findet ihr auch unten in der Infobeschreibung. Die beiden sitzen hier, reden noch ein bisschen miteinander. Sabi erzählt nochmal eine unglaubliche Geschichte. Und ja, die beiden haben ja ein bisschen was getrunken. Und Sabio fühlt sich auch gerade echt selbstsicher. Und ich könnte mir vorstellen, dass er einfach mal all seinen Mut zusammennimmt und so einen kleinen betrunkenen Anmachspruch bringt. Der einfach nur mal sagt, wie toll sie aussieht. Und diesmal sagt er es aber ein bisschen anders. Sagt es nicht, hey, du siehst super aus, dein Outfit sieht klasse aus. Sondern er sagt ihr, dass sie wirklich wunderschön ist. Also sagt es auf eine romantische Art und Weise. Und dann wird er einfach nochmal so ein bisschen ganz unschuldig mit ihr flirten und einfach mal schauen, wie sie darauf reagiert. Und natürlich reagiert Anetta super. Also Anetta erwidert es komplett, denn sie ist ja tatsächlich schon seit ihrer Kindheit total verschossen in Sabio. Die beiden tanzen jetzt nochmal ein bisschen miteinander. Ich meine, sie tanzen nebeneinander. Man kann sich das Ganze ja wieder mal ein bisschen interessanter vorstellen. Und während die beiden tanzen, wird Sabio einfach nochmal so ein bisschen mit ihr flirten und sie vielleicht auch mal so ein bisschen versuchen zu verführen. Einfach so ein bisschen sexy tanzen. Ich finde es auf jeden Fall super, dass die hier nebenan Karaoke singen. Das klingt echt toll. Oh, er kann sie durch ihre Körperwärme aufwärmen.
schwer. Vielleicht sagt Annette so, oh, ist es nicht kalt hier? Merkst du das nicht auch? Savio sagt dann, nee, ach, mir ist warm, also mir ist total heiß. Und dann sagt er ihr, ich kann dich ruhig ein bisschen aufwärmen, wenn du möchtest. Also ist gar kein Problem. Ja, Savio, ich weiß nicht, ob das richtige Verführen ist. Oh, guckt mal, wie die beiden zusammen flirten. Vielleicht, ich weiß nicht, ob er schon gestehen soll, dass er verknallt ist. Ich glaube, das macht er noch nicht. Ich meine, eigentlich ist es offensichtlich, aber... ich glaube, das tut er noch nicht. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er sie einfach so ein bisschen knuddeln wird und vielleicht auch nochmal verführerisch flüstern wird. Und vielleicht, ich meine, sie sind gerade beide ein bisschen betrunken. Vielleicht fasst er wirklich all seinen Mut zusammen und wird Annette jetzt küssen. Mit dem Kuss haben die beiden sich jetzt voneinander verabschiedet. Also Annette ist nach Hause gegangen. Auch Savio wird jetzt nach Hause gehen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er sich jetzt gerade so ein bisschen überlegt, verdammt, was habe ich gerade getan? Denn er ist einerseits super selbstsicher, ist super glücklich, was gerade passiert ist. Er hat seinen Schwarm geküsst, seinen zweiten Schwarm, aber seinen Schwarm. Aber... er hat gleichzeitig auch irgendwie Aida betrogen. Ich meine, sie sind teilweise getrennt. Sie haben eine pausierte Beziehung, aber sie sind halt nicht komplett getrennt. Heißt also, sie sind noch zusammen. Und ja, er hat sie vielleicht so ein bisschen betrogen, wenn man das so nennen kann. Also ich denke, man kann das so nennen, denn sie sind nicht komplett auseinander. Er ist jetzt wieder zu Hause und Will steht tatsächlich hier schon vorne und fragt ihn vielleicht, hey, wo warst du? Du warst die ganze Nacht weg. Ich meine, es ist schon 8 Uhr morgens, also er war halt wirklich die ganze Zeit weg. Aber ja, die beiden haben ein gutes Verhältnis. Also Will ist nicht böse oder sowas. Snow und Will sind einfach super lockere Eltern, die jetzt keine Ausgangssperre verhängen oder sowas. Also Will begrüßt ihn einfach und sagt, ach, da bist du ja, mein Sohn. Und Sabi hat ihm vielleicht noch gesagt, ja, ich war die ganze Nacht mit meiner besten Freundin unterwegs, aber ich bin jetzt ehrlich gesagt echt müde. Ich würde jetzt ganz gerne ins Bett gehen und das wird er jetzt auch machen. Er wird ins Bett gehen und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er von Annette träumen wird. Vielleicht wird er auch wieder ein bisschen von Aida träumen. Denn ja, die Situation ist jetzt gerade echt ein bisschen schwierig. Ich möchte mir auf jeden Fall auch nochmal das Fotobox-Bild angucken. Oh, süß, guck mal, es ist perfekt. Also er hat das Bild von ihm und seiner besten Freundin jetzt tatsächlich übers Bett gehangen und kann jetzt ganz in Ruhe entspannt schlafen gehen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass er, wenn er aufwacht, komplett nüchtern wieder ist, wirklich vielleicht so ein bisschen schlechtes Gewissen hat Aida gegenüber. Ich meine, sie verstehen sich nicht mehr gut, sie sind fast getrennt, aber es ist trotzdem nicht fair, was er getan hat. Theoretisch wäre es richtig gewesen, erstmal mit Aida Schluss zu machen und dann etwas mit Annette anzufangen. Aber das gleichzeitig zu tun, ist halt irgendwie nicht richtig. Das merkt er vielleicht auch selber, denn eigentlich ist er ja ein sehr loyaler Sim, also würde ich ihn zumindest einschätzen. Na gut, er möchte auch nichts mit seinen Kindern zu tun haben und sowas. Aber so grundsätzlich. Ich möchte euch aber ganz schnell nochmal Sabios Kinder zeigen, die beiden Zwillinge. Ich habe sie gerade nochmal umgestylt und sie sind wirklich zuckersüß. Guckt sie euch an. Das ist jedenfalls die kleine Holly und ihr Alltagsoutfit. Das hier ist ihre Abendkleidung, ihre Nachtwäsche, ihre Ausgehkleidung, ihre Badekleidung, ihr heißes Wetteroutfit und ihr kaltes Wetteroutfit. Und das hier ist die liebe Emilia. Ich dachte ja, sie heißt Emilia, aber sie heißt Emilia. Und auch sie ist zuckersüß. Und das hier ist ihr Alltagsoutfit, ihre Abendkleidung, ihre Nachtwäsche, ihre Ausgehkleidung, ihre Badekleidung, ihre heiße Wetterkleidung und ihre kalte Wetterkleidung. Ich habe die Zwillinge so ein bisschen im Rosa-Schema gehalten, einfach weil Aida ja auch immer sehr rosa gekleidet ist. Und Aidas Mutter Greta mag die Farbe Rosa ja auch sehr gerne. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass die Klamotten, die die beiden anhaben, vielleicht sogar Aidas alten Klamotten sind. Und ja, ich finde sie wirklich zuckersüß. Schreibt mir auf jeden Fall wieder eure Meinung zu Savio, Annette und Aida in die Kommentare. Also ich denke mal, dass Savio im nächsten Part dann auf jeden Fall mit Aida Schluss machen wird. Und ja, sich vielleicht noch mit Annette zusammensetzen wird. Und ich weiß nicht, ob die beiden dann schon zusammenkommen, weil es ja sehr schnell gehen würde. Vielleicht warten wir dann noch ein bisschen mit. Aber ja,
Also es wird auf jeden Fall die Zukunft sein, dass die beiden zusammenkommen. Würde ich jetzt zumindest sagen, wenn ihr da andere Ideen habt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ansonsten können wir uns im nächsten Part auch nochmal ein bisschen mehr um Timido kümmern, denn da gibt es ja auch die Situation mit Stefan. Also falls ihr Story-Ideen für den nächsten Part habt, haut auf jeden Fall in die Tasten und lasst mir einen Kommentar da. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ich würde aber sagen, ich rede nicht weiter um den heißen Brei. Hoffe, euch hat die Folge gefallen. Hoffe, ihr freut euch aufs nächste Mal und sage jetzt Tschüss und bis zum nächsten Video.